Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, aber natürlich besonders auch liebe Frau Wagenknecht, lieber Julian Niederrömelin. Ganz herzlich willkommen im Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen Akademie am Gendarmenmarkt in Berlin. Wir stellen zwei Bücher vor und diskutieren über zwei Bücher. Und erlauben Sie mir, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu Beginn die Frage, warum stellen wir zwei Bücher und diese zwei Bücher in der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften vor? Ich werde in meiner kurzen, knappen Einleitung die Frage dreimal stellen und drei Antworten zu geben versuchen. Warum stellen wir diese zwei Bücher vor? Weil die Akademie der Wissenschaften ein geistiger Tauschplatz ist. Das ist eine so schöne Formulierung, dass sie nicht von mir stammt. Ich habe sie gestohlen, ich habe sie unserem Mitglied Wolf Lepenies gestohlen, der sie für Institutes for Advanced Study geprägt hat. Aber sie gilt auch für dieses Haus ein geistiger Tauschplatz. Und weil wir ein geistiger Tauschplatz sind, machen wir heute Abend ein Tauschangebot und organisieren einen Austausch. Einen Austausch zwischen einer Philosophiestudentin ehemaligen und einem ehemaligen Philosophiestudent. Ein Austausch, bei dem Argumente ausgetauscht werden. Und wie das so auf einem Tauschplatz ist, man schaut, ob der Tausch funktioniert. Der Tausch funktioniert dann, wenn beide, die tauschen wollen, die ähnliche, vergleichbare, vielleicht sogar gleiche Form der Ware haben. Darüber könnte jetzt Frau Wagenknecht deutlicher sprechen, weil sie besser vermutlich weiß als ich, was Ware ist. Und über Argumente könnte besser Julian Niederrömelin sprechen, weil er bis vor kurzem einen Lehrstuhl für Philosophie an der Münchner Universität innehatte. Es geht um Argumente und in beiden Büchern, über die wir heute sprechen, Sarah Wagenknechts Buch Die Selbstgerechten und Julian Niederrömelins Buch Die Realität des Risikos, beide Bücher legen viel Gewicht auf Argumente. Und insofern hatten wir den Eindruck, erste Antwort, ein geistiger Tauschplatz der Argumente könnte funktionieren. Zweitens, warum stellen wir diese beiden Bücher vor? Weil die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften ein Laboratorium der Aufklärung ist. Und zur Aufklärung gehört jetzt, gestatten Sie mir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, dass ich ganz grob schematisiere, dass es unterschiedliche Formen von Aufklärung gibt. Es gibt die französische, scharfzüngige, polemische Aufklärung. Und liebe Frau Wagenknecht, in Ihrem Buch gibt es doch schon Passagen, die so funktionieren. Ich zitiere sie nicht, das kann man in allen Zeitungen nachlesen. Da sind sehr pointierte Formulierungen dabei. Vielleicht verzeiht mir Julian Niederrömelin, wenn ich sage, das ist ein bisschen stärker die deutsche Tradition der Aufklärung, des ganz nüchternen Argumentes, in dem alles getan wird, um das polemische Wort zu vermeiden. Und insofern dachten wir, das ist doch ein interessanter Austausch im Laboratorium der Aufklärung, wenn wir zwei unterschiedliche Formen der Aufklärung beisammen haben. Eine polemische, die zum Widerspruch reizt, zum Streit, und eine, in der die Kraft des Argumentes möchte, dass alle zustimmen. Ich weiß immer gar nicht, Frau Wagenknecht, ob Sie möchten, dass alle zustimmen oder ob Sie sich im Geheimen freuen, wenn die von Ihnen als Lifestyle-Linken titulierten, die völlig absurde Identitäts Gesichtspunkte anführen, wenn die sich ärgern, ob sie sich dann im Stillen freuen. Darüber können wir ja noch diskutieren. Ich habe schon gesagt, manches ist ähnlich an den Büchern, manches ist unterschiedlich, darüber werden wir noch reden. Zu einem Laboratorium gehört, dass es gelegentlich kracht, auch wenn Chemiker das nicht gern hören und sagen, das ist nicht die Pointe des Laboratoriums. Ob es heute kracht oder ob die Versuche funktionieren, das werden wir sehen.
Es gibt viele Gemeinsamkeiten zwischen den Büchern. Die Gemeinsamkeiten liegen in den Biografien der Autorin und des Autors. Wir haben es mit einer Studentin ehemaligen der Philosophie und deutschen Literaturwissenschaft zu tun. Wir haben es mit einem Studenten der Physik, der Mathematik und der Philosophie zu tun. Das merkt man in beiden Büchern auch. Ich glaube, es ist das Buch jedenfalls unter den niederrümelinschen Büchern, die ich gelesen habe, in dem man am deutlichsten den Mathematiker merkt, der mit gewissem Zorn darüber, aber dem argumentativ temperierten Zorn schreibt, dass Leute elementare Statistikgrundgesetze nicht verstanden haben. Und liebe Frau Wagenknecht, in Ihrem Buch merkt man, dass Sie gern auch rhetorisch gestalten und Ihnen Literatur nicht nur als Analyseobjekt, sondern auch als etwas, was man in Partien nachahmen kann und aus dem man für die eigene Sprache etwas ziehen kann. Man merkt, dass Julia Niederrümelin sehr gern allgemeine Erwägungen vorträgt, die Anspruch auf Allgemeingültigkeit haben. Sie liefern in einer kurzen Passage einen Durchgang durch die deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts. Es ist an dieser Stelle weniger allgemein als sehr konkret auf die Geschichte dieses Landes, auf europäische Geschichte gezogen. Bei Julian Niederrümelin spielt Pluralität von wissenschaftlichen Positionen, von philosophischen Optionen eine Rolle, über die informiert wird. Bei Ihnen gibt es viel Eindeutigkeit. Darüber müssen wir noch einmal reden, ob das an den unterschiedlichen Formen der Aufklärung liegt oder an den unterschiedlichen Temperamenten oder ob Ihre Weltsichten an den Stellen unterschiedlich sind. Jetzt habe ich verraten, dass ich in meiner kurzen Einleitung die Frage dreimal stelle, warum wir diese beiden Bücher hier in der Berlin-Brandenburgischen Akademie vorstellen. Natürlich können wir nicht alle Bücher von allen Akademie-Mitgliedern zusammen mit spannenden weiteren Büchern in Doppelvorstellungen vorstellen. Warum also dieses Buch? Weil wir eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe haben. Die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften hat drei große gesetzliche Aufträge. Sie ist eine große geisteswissenschaftliche Forschungseinrichtung, die unter anderem Karl Marx ediert, Hegel nicht, aber Kant. Hegel können wir vielleicht auch noch mal irgendwann edieren, wenn was Interessantes Neues gefunden ist, die sich um die Förderung der jüngeren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler kümmert und die Gesellschaft und Politik berät. Und das tut sie in der Form von interdisziplinären Arbeitsgruppen. Und Julian Niederrümelin ist der Sprecher einer Arbeitsgruppe, die normative Konstituenzien der Demokratie heißt. Und wir werden, glaube ich, heute noch mehrfach darauf zu sprechen kommen, inwiefern beide Bücher, wenn auch auf sehr unterschiedliche Weise, mit diesem Thema zu tun haben. In Frau Wagenknechts Buch ist von der Wahrheit die Rede und der Frage, wie es mit der Wahrheit und den Normen und der Demokratie ist. Bei Julian Niederrümelin geht es um Risikoabschätzung und die Frage von Hierarchisierungen, etwa des Wertes des Lebens. Wir sind also im Grunde bei einer Veranstaltung der interdisziplinären Arbeitsgruppe Normative Konstituenzien der Demokratie. Und der Sprecher wird in ein Buch einer Autorin einführen, die zum Thema Interessantes beizutragen hat. Und die Autorin revanchiert sich damit, dass sie in das Buch des Sprechers einführt. Und der Präsident der Akademie, der sich immer freut, wenn er von interessanten Arbeitsgruppen etwas Interessantes mitbekommen kann, wiewohl sein Gebiet die Antike ist und nicht die Gegenwart. Ich habe aber auch mal Philosophie studiert, sogar in München bei einem Lehrer von Julian Niederrümelin, aber auch bei den anderen. Also insofern, den Präsidenten freut es immer und deswegen dient er gern als Moderator des heutigen geistigen Tauschplatzes. Dreimal die Frage, drei Antwortversuche und damit kann ich jetzt schließen. Die Personen, die hier sitzen, meine sehr verehrten Damen und Herren, brauchen nun ganz gewiss
keine Vorstellung. Sie sind auch ein Stück weit schon vorgestellt. Sie werden sich jetzt aber gegenseitig vorstellen mit dem, was Sie gerade geschrieben haben. Und alles Weitere wissen Sie spätestens, wenn die Veranstaltung nach ungefähr einer Stunde beendet ist. Julian Niederrömelin beginnt, Sarah Wagenknecht setzt fort und dann unterhalten wir uns. Seien Sie nochmals herzlich willkommen. Einen vergnügten, vergnüglichen, zum Widerspruch anregenden Abend. Lieber Herr Niederrömelin, es geht los. Ja, sehr gerne. Ich denke, es ist in der Tat, Sie haben es ja angesprochen, eine gute Tradition akademischer Einrichtungen, dass sie eben nicht nur wissenschaftsintern kommunizieren. Ich meine, wir haben beide was mit Wissenschaft zu tun, ja. Aber das hier ist ja ein Gespräch, was sozusagen den engeren innerakademischen Raum verlässt. Ich hoffe jedenfalls, dass hier viele dabei sind, die sich einfach auch vielleicht aus politischen Gründen, aus Gründen der Sorge auch, wie sich das jetzt gegenwärtig mit der Corona-Krise entwickelt oder der Sorge, wie sich das mit unseren Diskursen in unserer Gesellschaft entwickelt, wie es steht um die Gemeinschaftsbindung, da sind wir dann gleich bei Ihrem Thema, hier sich beteiligen. Und ich glaube, ich kann auch für Sarah Wagenknecht sprechen. Uns wäre es lieber gewesen, weiß ich, wie es Ihnen geht, Herr Präsident, wenn wir hier in einem überfüllten Raum säßen und nachher heftig uns unmittelbar von Angesicht zu Angesicht streiten könnten. Geht leider nicht. Sie verstummen gewissermaßen hier. Wir haben hier keine Zuhörerinnen und Zuhörer. Das heißt, die Mitautorin des einen Buches, das vorgestellt wird, die sitzt hier, und der Geschäftsführer der von Herrn Marxi schon genannten interdisziplinären Arbeitsgruppe sitzt hier auch. Das heißt, wir haben ein Publikum aus zwei Personen plus organisatorischem Personal. Also das hält sich in engen Grenzen. Aber ich hoffe mal, wir schaffen das, ein Gespräch zu führen, bei dem wir Sie irgendwie virtuell mit einbeziehen. Also ich will kurz das Buch, nur das Buch, die Autorin braucht man wirklich nicht vorstellen, das Buch vorstellen, das ich mit viel Vergnügen gelesen habe. Es ist ein sehr kluges Buch, nicht das erste, das Frau Wagenknecht geschrieben hat. Es zeugt von einer hochentwickelten Urteilskraft. Es ist ja nicht so, dass ihre Positionen sich überhaupt nicht geändert hätten im Laufe der Zeit, aber nicht einfach so ad hoc, sondern nach meinem Eindruck immer nach ernstem Nachdenken, was genau spricht für dieses, was spricht für jenes. Aufmerksame Leserinnen und Leser zum Beispiel werden Stellen finden, die man vielleicht von einem früheren Mitglied, wie hieß das, der kommunistischen Plattform, nicht unbedingt erwartet, nämlich ein Plädoyer für Ordoliberalismus, für einen Kapitalismus ohne Konzerne, um mal ein Beispiel zu nennen. Frau Wagenknecht hat ja auch Ökonomie studiert und ist promoviert in diesem Bereich. Das merkt man dem Buch an, es ist von hoher Kompetenz geprägt. Also wenn man auf den Titel schaut, ich weiß nicht, ob das in der Kamera zu sehen ist, da steht da erstmal die Selbstgerechten. Fragt man sich, wer könnte das wohl sein? Naja, es gibt ja Debatten, die interessierte Öffentlichkeit schon mitbekommen hat, auch innerhalb der Partei, der Frau Wagenknecht angehört und in der sie aktiv ist, Spitzenkandidatin in Nordrhein-Westfalen für die nächste Bundestagswahl, sondern es gibt generell in der Gesellschaft Debatten um die Form von linker Politik, den Zielsetzungen linker Politik, Linkspartei, und auch die Form der Diskurse, in denen Konflikte mit denen oder innerhalb derer Konflikte ausgetragen werden. Und da nimmt Frau Wagenknecht eine sehr dezidierte Position ein und das gewissermaßen Fehdehandschuh, ja, die Selbstgerechten. Das heißt, sie kritisiert eine bestimmte Form. Ja, wir werden dann darüber sprechen, welche Form von Politik und Diskurs das eigentlich genau ist. Es hat sich nicht nur in diesem Buch, das wird auch zu Recht gleich problematisiert, eingebürgert, von Linksliberalismus zu sprechen, der Dominanz des Linksliberalismus in bestimmten Diskursen auf den US-amerikanischen Universitätsgeländen, Colleges und so weiter, den Einfluss, den das hatte auf die Demokratische Partei und möglicherweise den Verlust ihrer ursprünglich angestammten Wählerschaft, im Rustbelt zum Beispiel.
Wir haben ganz ähnliche Phänomene in Deutschland. Ich habe eine interessante Statistik für Italien gesehen. Da stellte sich heraus, dass das die Partei, die hier meistens als sozialdemokratische Partei benannt wird, nämlich der Partito Democratico, eigentlich nicht lediglich sozialdemokratische Partei, sondern eine Verbindung von christdemokratischen Elementen, linksliberalen Elementen und sozialdemokratischen Elementen, dass diese Partei in den Vierteln, in denen ein hohes Durchschnittseinkommen besteht, am besten abgeschnitten hat. Da kann man sagen, ja gut, wunderbar, das ist ja nun mal eine gute Botschaft. Menschen, die selber gar nicht nötig haben, dass der Sozialstaat ausgebaut wird, wählen den Partito Democratico. Was Besseres kann uns gar nicht passieren. Aber wenn man dann schaut, was mit den Wählerschaft passiert in den Vierteln, in denen das Durchschnittseinkommen niedrig ist und die sozialen Probleme hoch sind, dann trübt sich etwas die Freude bei den Anhängern und Funktionären und Politikerinnen und Politikern dieser Partei, weil eben das einhergeht mit einem massiven Verlust. Und das ist eines der Themen dieses Buches. Man kann sagen, das ist Thema des ersten Teils, wobei dieser erste Teil schon sehr stark auch von inhaltlichen Positionierungen geprägt ist. Und der zweite Teil, der in der öffentlichen Debatte um dieses Buch, die ja schon sehr lebhaft ist, eine zu geringe Rolle spielt, ist das Gegenprogramm. Ja, da steht es nämlich, das Gegenprogramm oder mein Gegenprogramm für Gemeinsinn und Zusammenhalt. Jetzt als politischer Theoretiker sagt man Gemeinsinn und Zusammenhalt, das klingt nach Kommunitarismus. Da werden wir vielleicht noch, uns noch unterhalten. Ist das Kommunitarismus? Naja, es ist jedenfalls ein Plädoyer dafür, die sozioökonomische Herausforderung einer Entwicklung, die zu immer mehr Ungleichheit, Ausgrenzung, also Marginalisierung von einem Teil der Bevölkerung, und zwar nicht in Diskursen so sehr, sondern sozioökonomische Marginalisierung, Lebenschancen, auch die Partizipation am wirtschaftlichen, technologischen Fortschritt, von der eben von dieser Partizipation sind große Teile der Bevölkerung, nicht nur in den USA, sondern auch in Europa, auch in Deutschland, wenn auch nicht so krass wie in den USA, ausgeschlossen. Dieses steht nicht im Mittelpunkt zahlreicher politischer Diskurse. Das ist die Kritik. Und das Gegenargument ist jetzt Gemeinsinn und Zusammenhalt, das heißt Inklusion. So, und jetzt bin ich schon bei der Interpretation. Eine wichtige Rolle spielt ja das, was man als Identitätspolitik bezeichnet. Und das ist einer der Hauptgegner, die hier auftreten. Und Identitätspolitik geht es, jedenfalls für diejenigen, die sich dort engagieren, darum, dass Menschen, die sich diskriminiert fühlen, ausgegrenzt fühlen, eine Stimme erhalten, dass sie sich artikulieren können, dass sie nicht an den Rand gedrängt sind. Jetzt kann man sagen, ja, das kann man ja nur begrüßen. Wie kann man das kritisieren? Naja, es gibt zwei, finde ich, Argumente der Kritik und eines dieser beiden Argumente wird hier sehr überzeugend vorgestellt. Das Argument lautet nämlich, mit diesen Debatten verdrängen wir wichtigere Fragen oder drängen wichtigere Fragen an den Rand oder sie verschwinden sogar von der politischen Agenda. Wenn wir nicht mehr über die sozioökonomischen Bedingungen von Ausgrenzung sprechen, dann geht etwas verloren. Das ist das eine Argument. Und das andere Argument, was man da anführen kann und was weit schwächer hier entwickelt wird und für das ich mich stark machen würde, ist, dass die Identitätspolitik das verstärkt, was ja aus der Sicht einer an universellen Werten und Normen, ich weiß nicht, ob das ganz Ihre Diktion ist, also humanistischen Zielen orientierte politische, gesellschaftliche Praxis im Mittelpunkt stehen sollte, nämlich dass die Merkmale, die zur Diskriminierung, zur Ausgrenzung, zur Verächtlichmachung, zur mangelnden Anerkennung führen, eine möglichst geringe Rolle spielen soll. Das heißt, wenn es, um ein Beispiel zu nennen, um das ein bisschen konkreter zu machen, Diskriminierung von Homosexuellen gibt, dann ist eine idealtypische Antwort darauf, wir wollen den Leuten klar machen, das ist eine völlig irrationale Haltung, Ressentiments gegen Homosexuelle, gegen Menschen, die anders leben, sich anders in Paaren zusammentun als die Mehrheit, die leben ihr Leben und jeder hat ein Recht, jede hat ein Recht,
ein Leben nach eigenen Vorstellungen zu führen. Es gibt überhaupt keinen Grund, Ressentiments zu entwickeln, die Menschen auszugrenzen. Aber es ist auch nicht die primäre Kategorisierung von Politik, ob ich eine homosexuelle, eine heterosexuelle oder andere Orientierungen habe, sondern idealiter spielt das für den politischen Diskurs und für die soziale Praxis eben eine geringe oder gar keine Rolle. Und die zweite Kritik lautet dann, Identitätspolitik verstärkt, versucht gewissermaßen, eine Praxis mangelnder Anerkennung zu konterkarieren, indem diese jeweiligen Identitäten gestärkt werden und zum Grund für Stolz werden. Eine sehr nahe, psychologisch nachvollziehbare Haltung, die aber politisch problematisch ist. Und da ich nur 10 Minuten habe, ich weiß nicht, die sind vielleicht schon um, will ich es hierbei bewenden lassen, aber will eine persönliche Erfahrung hierbei anführen, damit man merkt, das ist kein neues Thema, sondern ein altes Thema. Ich war 1991 Gastprofessor an der State University of Minnesota. Also nicht New York, auch nicht Washington, sondern Minnesota, Mittlerer Westen. Das ist schon ein ganz anderes Amerika, als das viele kennen von der Ostküste oder auch von Los Angeles. Und einer der ersten Akte war, dass mir eine Liste vorgelegt wurde, da sollte ich ankreuzen, zu welcher Gemeinschaft ich gehöre. Merkwürdige Frage fand ich erstmal und da stand dann alles Mögliche, Afro-American, Indian-American und so weiter und so weiter. Lange Liste, ich glaube so 22 Einträge. Ich sage, zu was gehöre ich jetzt? Hispanic? Nein, nicht an meine spanische Großmutter. Zu was gehöre ich? Habe mich dann erkundigt, zu was könnte ich denn da gehören und was ist der Sinn dieser Sache? Caucasian hätte ich ankreuzen sollen. Caucasian, okay. Ja, und was ist der Sinn der Sache? Der Sinn der Sache ist, dass alle diese Gruppen angemessen repräsentiert werden bei den Campuswahlen und keine dieser Gruppen diskriminiert wird. Ich glaube, ich brauche es nicht kommentieren. Also die Vorstellung, dass ich als Caucasian jetzt hier auftrete und Repräsentant von Caucasians bin, fand ich einigermaßen merkwürdig. Und ich wünsche mir eine Gesellschaft und eine Campuspolitik, bei der das keine Rolle spielt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ich glaube, wir haben eine, wie ich das vorhin gesagt habe, streng argumentative Rekonstruktion von Argumentationen eines Buches erlebt. Man könnte jetzt natürlich, das diskutieren wir aber ein andermal, fragen, ob das, was Julian Nieder-Rümelin erlebt hat, nur die folgerichtige Fortsetzung der ständestaatlichen Strukturen deutscher Universitäten und auch amerikanischer ist, die eben nun in gewisser Weise aus dem 17. und 18. Jahrhundert in Gegenwarten gehoben werden. Jetzt stellt aber Sarah Wagenknecht Julian Nieder-Rümelins Buch vor. Ja, und das mache ich sehr gern. Also die Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. Und ich glaube, ein Kernsatz des Buches ist schon im Titel drin, nämlich die Vernunft. Der vernünftige, der rationale Umgang mit Gefahren, der rationale Umgang mit Risiko. Und das Buch hat mir schon deshalb gefallen, weil ich es als ein ganz vehementes und leidenschaftliches Plädoyer für Rationalität empfunden habe. Und mag man sagen, ja gut, Rationalität ist doch normal. Also Menschen sind ja nun mal vernunftbegabte Wesen und eigentlich sollten wir immer in unserem Alltag irgendwie versuchen, an die Dinge rational heranzugehen. Aber ich muss sagen, schon vor Corona, aber gerade auch in der Erfahrung der Corona-Zeit, habe ich das Gefühl, dass Rationalität einen zunehmend schweren Stand hat im öffentlichen Diskurs. Und gerade auch im Umgang mit Risiken und mit Gefahren. Ich meine, das hat auch was natürlich mit unserer Disposition zu tun. Menschen sind vernunftbegabt, aber sie sind eben auch emotionale Wesen. Und das ist ja auch vielfach wissenschaftlich untersucht. Wenn man nicht immer wieder versucht, abzuwägen und auch seine Vernunft zu gebrauchen, nimmt schnell die Emotion überhand. Also das ist gerade im Umgang mit Gefahren natürlich ganz mit Händen zu greifen. Also lassen wir erstmal Corona weg. Menschen bewerten Risiken natürlich intuitiv zunächst mal danach, mit welchen Risiken sie in der Diskussion oder in ihrem Leben in besonderer Weise konfrontiert sind. Die werden weit überbewertet. Also
kann man jetzt außerhalb von Corona sagen, als es in Deutschland Terroranschläge gab, hatte plötzlich jeder Angst, an öffentlichen Plätzen ein Opfer eines Terroranschlags zu werden. Rational kann man die Wahrscheinlichkeit sicherlich ganz anders bewerten, aber das ist eine ganz normale menschliche Reaktion. Oder wenn ich im Bekanntenkreis jemanden habe, der Opfer eines Autounfalls wurde, vielleicht schwer verletzt, vielleicht sogar gestorben, werde ich sicherlich bei den nächsten Autofahrten, oder ich selber habe es auch so erlebt, hatte mal einen schweren Unfall, also hatte ich bei den folgenden Autofahrten viel mehr Angst, als es rational wäre, weil das Risiko, im Auto einen Unfall zu haben, verändert sich ja nicht dadurch, dass man schon mal einen hatte, sondern das ist ja etwas, was rein eine emotionale Ebene hat. Aber das Ganze, also das ist normal, das ist Menschen wahrscheinlich eigen. Ich finde aber, an die öffentliche Diskussion muss der Anspruch gestellt werden, zu versuchen, eben nicht das Emotionale überhand nehmen zu lassen, sondern zu rationalisieren und gerade im Umgang mit Gefahren. Weil unser Leben ist ein Leben mit Gefahren. Wir sind immer im Risiko. Alles, was wir machen, also wenn wir ohne Risiko leben wollen, müssen wir versuchen, das Haus nicht zu verlassen. Funktioniert aber auch nicht, weil wir dann verhungern. Das heißt, da brauchen wir zumindest andere Menschen, die uns versorgen. Also das ist ja dann auch nicht so ganz der richtige Weg. Also muss, und das finde ich, haben wir gerade in der Corona-Zeit sträflich vernachlässigt, muss es doch einen Versuch geben, Gefahren, Risiken abzuwägen und Menschen die Möglichkeit zu geben, einzuordnen. Wie groß ist dieses Risiko? Wie groß ist jenes Risiko? In welches kann ich mich begeben? Was ist Leichtsinn? Was ist fahrlässig? Oder umgekehrt aber auch, was ist eben ein Grad von Risiko, der unvermeidlich ist? Und natürlich merkt man dem Buch auch an, dass es schon in, also quasi Reflexion der Corona-Krise zumindest geschrieben wurde. Ich weiß jetzt nicht genau, ob der Plan für das Buch vielleicht älter war, aber zumindest ist es doch sehr, sehr spürbar, mindestens die erste Welle, die zweite Welle, die Art, wie die öffentliche Debatte lief. Das Buch ist natürlich auch ein Plädoyer gegen diese Art öffentlicher Diskussion, die ja doch sehr, sehr stark ein einziges Risiko, und zwar seit einem Jahr, jetzt seit über einem Jahr, absolut in den Mittelpunkt stellt. Wir alle haben jetzt Angst, uns mit Corona zu infizieren. Nun hat das einen gewissen rationalen Grund, dass Menschen natürlich darauf aufmerksam gemacht werden mussten zunächst mal, dass da ein neues Risiko entsteht und entstanden ist. Das ist ja auch richtig, dass man nicht zur Fahrlässigkeit eingeladen hat, dass man schon gesagt hat, okay, man sollte bestimmte Regeln einhalten, man sollte bestimmten Abstand und all das. Also da bin ich auch völlig dafür. Ich bin nicht der Meinung, dass das ein zu vernachlässigendes Risiko ist. Also musste man reagieren, also war das auch in der öffentlichen Debatte sinnvoll. Aber das wirklich alles andere an Risiken ausgeblendet wurde, hat natürlich am Ende den Effekt, und ich finde, das zeigt das Buch auch sehr deutlich, dass andere Gefahren eigentlich akuter werden, weil man sie einfach aus der Debatte ausblendet. Also ganz plastisch, wenn Menschen wahnsinnige Angst haben, ins Krankenhaus zu gehen und selbst wenn es im Herzen oder wenn es hier an der linken Seite zieht, immer noch nicht hingehen, ist natürlich ihr Risiko an dem Herzinfarkt, den sie vielleicht haben, zu versterben, unendlich viel größer als die Gefahr, dass sie sich mit Corona infizieren. Und es sind ja Menschen auch, also das ist ja belegbar, es gibt für Großbritannien eine Studie, es sind tatsächlich mehr Menschen gestorben an Herzinfarkten, weil sie nicht rechtzeitig ins Krankenhaus gegangen sind oder auch bei Schlaganfällen. Oder nehmen wir die sogenannten Kollateralschäden des Lockdowns. Also das ist ja auch etwas, wo es zunehmend schwierig wurde, in der Corona-Frage, der Corona-Krise überhaupt darüber zu reden, dass die Maßnahmen, um das Risiko, dass wir uns mit Corona infizieren, einzudämmen, dass die Maßnahmen selber ja andere Folgeschäden nach sich ziehen, und zwar nicht nur wirtschaftlicher Art, also wirtschaftlich auch, das liegt auf der Hand. Wenn man die anspricht, ist man schon gleich irgendwie ein Ignorant des menschlichen Lebens, weil man kann ja doch nicht Wirtschaft und Leben aufrechnen. Aber erstens ist Wirtschaft natürlich auch Leben. Also wenn Menschen zum Beispiel ihre soziale Existenz verlieren, ist das belegbar damit verbunden, dass sie verzweifelt sind und dass sie am Ende auch Angst haben. Ganz logisch, wenn man nicht mehr weiß, wie man leben soll, wenn einem die Existenz wegbricht, und dass das krank macht.
Und es ist ja auch zum Beispiel in Corona-Zeiten sicherlich kein Zufall, dass Menschen, denen es schlecht geht, ein deutlich höheres Risiko haben, auch an Corona zu erkranken. Das heißt, die wirtschaftliche Situation von Menschen, die soziale Situation, ist gleichzeitig etwas, was entweder eine Stabilität gibt oder krank machen kann. Ob das dann Corona-krank oder andere Krankheiten sind. Aber diese Abwägung, die wurde in der öffentlichen Debatte gar nicht die durfte man fast schon nicht ansprechen, weil man dann schon ein halber Corona-Leugner war. Und ich finde, das Buch ist ein sehr gutes Plädoyer gegen diese falsche Art der Diskussion. Und oder wenn man zum Beispiel die Auswirkungen auch dieser Schulschließungen auf Kinder sich anguckt. Da gibt es ja wirklich inzwischen sehr erschreckende Studien, welche Folgen es hat, wenn Kinder derart lange aus ihrem normalen schulischen Alltag herausgerissen werden. Und zwar nicht nur für die Lernfortschritte und für die Lernfähigkeit, sondern auch für das psychische Wohlbefinden. Und ich finde zum Beispiel eines der krassesten Dinge, also wir wurden ja immer wurde darauf hingewiesen, wir müssen all diese Maßnahmen machen, um die Triage in den Krankenhäusern, also dass Menschen nicht mehr behandelt werden können, um das zu verhindern. Ich habe jetzt einen Warnruf im Grunde von Kinderpsychiatern gelesen, die haben gesagt, ja, die Triage in den Kinderpsychologien, die haben wir längst. Also Kinder, die nicht akut selbstmordgefährdet sind, haben keine Chance mehr auf eine psychologische Betreuung, weil die Plätze alle völlig ausgebucht, alle völlig überbelegt sind. Und auch das ist ja doch etwas, wo man sagen muss, ja, das muss doch abgewogen werden. Das Risiko eines Kindes, schwere psychische Schäden zu erleiden, muss doch abgewogen werden gegenüber dem Risiko, dass dieses Kind sich vielleicht in der Schule mit Corona infiziert, womöglich dann auch die Eltern infiziert. Das Kind ist ja selber eigentlich kaum gefährdet. Die Eltern sind gefährdet, wenn sie nicht geimpft sind, oder die Großeltern vor allem waren gefährdet, solange die Impfung noch nicht da war. Aber es ist doch trotzdem eine Abwägung. Und was ich an dem Buch so gut finde, ist auch das klare Plädoyer, solche Abwägungen vorzunehmen, wo ich mir in der öffentlichen Debatte immer wieder anhören muss, das darf man doch nicht gegeneinander stellen. Also da ist man, also es ist ja ganz schnell, sobald man so eine Abwägung macht, ist man jemand, der Menschenleben irgendwie nicht ernst nimmt, weil jetzt nur diese eine Corona-Gefahr da ist. Und deswegen würde ich das Buch auch jedem empfehlen, der jetzt so dieser Diskussion folgt, da auch ein gewisses Unbehagen hat, weil es die runterbricht, diese Diskussion. Und ich meine, in der Wissenschaft ist es ja völlig normal, auch in der Ökonomie, dass Risiko beziffert ist. Also Risiko wird ja zum Beispiel abgegrenzt, auch in der theoretischen Ökonomie, von Unsicherheit. Unsicherheit lässt sich nicht messen. Also da gibt es keine Wahrscheinlichkeiten. Da, wo Unsicherheit herrscht, da kann man nicht sagen, die Wahrscheinlichkeit ist so oder so. Aber es gibt viele Bereiche des Lebens, wo es nicht eine solche diffuse Unsicherheit gibt, sondern ein Risiko, dass man messen kann und mit dem man deswegen auch anders umgehen kann. Und ich wünschte mir zum Beispiel bei Corona, dass wir viel mehr Daten hätten, um Risiken abschätzen zu können. Also für mich ist das ein richtiges Problem. Wir können mit vielen Risiken auch deshalb aktuell wenig rational umgehen, weil uns die Daten fehlen. Also wenn ich in ein Restaurant, wenn sie jetzt irgendwann wieder öffnen, gehen möchte, würde ich gern wissen, ist das überhaupt ein Risiko oder ist es kein Risiko? Bisher gibt es dazu überhaupt keine Studien im Einzelhandel. Ist das ein Risiko, im Einzelhandel shoppen zu gehen, oder ist es kein Risiko? Ich wüsste gern mehr in diesen Fragen. Oder auch, wie hoch ist eigentlich das Risiko eines gesunden, sage ich mal, Mit-40ers, an einer Corona-Infektion schwer zu erkranken, zu versterben oder auch Langfristfolgen zu haben? Das wird immer so in die Debatte geworfen und es gibt natürlich auch immer Beispiele dafür, dass Menschen das wirklich erlitten haben. Aber wie ist eigentlich, wie groß ist das Risiko? Wie kann man das beziffern? Wie groß ist das Risiko eines Kindes? Das scheint mir relativ klein zu sein, aber auch das, es gibt keine wirklichen Studien dazu. Und ich finde, das ist eine Art der Diskussion, wie wir sie nicht führen sollten. Wir sollten rational versuchen, alles das. Und das ist eigentlich das Aufklärerische auch an dem Buch und auch das, was ich mir stärker wünsche, dass es öffentlich beachtet wird. Wir sollten doch als Menschen immer versuchen, soweit wir es können, Dinge einschätzen zu können, beurteilen zu können und daraus Schlussfolgerungen zu ziehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe die Politik in Deutschland selten so irrational erlebt wie in dem letzten Jahr. Also wirklich, auch in ihrer ganzen Entscheidungsfindung.
Und das hat jetzt gar nichts damit zu tun, ob ich die Parteien mag, die regieren. Also ich habe viele Parteien davor auch kritisiert, aber es ist so erratisch, so unterkomplex, so einseitig beraten. Und ich finde, das ist hier deutlich gezeigt, dass es anders geht. Und was, finde ich, auch ein Pluspunkt des Buches ist, das muss ich sagen, das hat mir auch in der Lektüre gefallen, ist die Illustration. Also die ist ja jetzt, glaube ich, vor allem auf Frau Weidenfeld zurückzuführen, nämlich die Illustration jetzt nicht mit Bildern, sondern mit Filmen. Aber das ist eine sehr schöne Illustration, weil sie einfach sehr eingängig nochmal die Thesen auch belegt. Entweder kennt man die Filme, dann weiß man, was gemeint ist, oder man guckt sie sich vielleicht auch dadurch an. Also ich habe zum Beispiel den einen Film mir explizit jetzt angeguckt, I, Robot, den kannte ich vorher nicht. Und ich fand diesen Film, gerade auch jetzt nach den Corona-Erfahrungen, bemerkenswert. Also dieser Film hat ja die Story, dass so eine Art Humanroboter konstruiert werden, die eigentlich den Menschen immer dienen sollen. Das ist also ihnen auch einprogrammiert, dass sie immer alles zum Guten des Menschen tun sollen. Und irgendwann putschen diese Roboter und unterdrücken quasi die Menschen, verhängen eine Ausgangssperre. Und zwar nicht, weil sie ihren Code vergessen haben, sondern weil sie zu dem Schluss kommen, Menschen sind ja doch, also die machen so viel, das, was ihnen schadet, wir müssen die jetzt quasi totalitär unterdrücken, damit sie also zu ihrem Guten gezwungen werden. Das hat es ja auch historisch schon gegeben, aber das ist auch ein bisschen, finde ich jetzt, auch in dieser Corona-Politik. Also wir müssen jetzt sozusagen alles eingrenzen, damit die Menschen ja nicht irgendwie ins Risiko gehen, weil Menschen ja doch irgendwie angeblich zu leichtfertig sind. Also die Grundfreiheiten und die Grundrechte, das ist alles schon ein bisschen heikel, weil da könnte doch ein Risiko entstehen, wenn Menschen die wahrnehmen. Und ich finde, das ist eine ganz gefährliche Art der Debatte. Also auch wenn jetzt gesagt wird, wen dürfen wir Grundrechte zurückgeben? Also ich meine, die sind ja immerhin in der Verfassung verankert. Und auch das ist ein Teil der Dimension der Diskussion, die in diesem Buch aufgegriffen ist. Wie gesagt, dieser eine Film, das sind ganz viele Filme, die auch als Illustrationen taugen. Und ich wünschte mir, dass die öffentliche Diskussion wirklich stärker von dem getragen wird, was in diesem Buch empfohlen wird und dass das auch einen stärkeren Einfluss hat. Und deswegen, ja, habe ich sehr gern gelesen, finde es sehr interessant, finde es auch sehr eingängig geschrieben, auch gerade durch die Filmbeispiele. Und ja, bedanke mich, dass wir heute diese Diskussion zusammenführen. Vielen, vielen Dank für die sehr empathische Vorstellung und auch für die Tatsache, dass wir nicht eine Diskussion in der Jägerstraße über die abwesende Nathalie Weidenfeld führen, sondern sie unter uns ist und ihr Anteil in dem Buch auch angemessen gewürdigt wird. Wir haben jetzt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, meine sehr verehrten Damen und Herren, ungefähr eine halbe Stunde Zeit und wir sollten das so machen, dass wir von dem, was zuletzt das Thema war, der Umgang mit der Pandemie, dann zu den Fragen zurückkommen, die Julian Nida-Rümelin am Anfang gestellt hat, also sozusagen uns von dem Nida-Rümelinschen Buch zu dem Wagenfeldschen Buch wieder zurückarbeiten und bei der Gegenwart beginnen. Sie sind sich ja in der Beschreibung der Corona-Krisenpolitik und der Diskussion sehr, sehr einig. Um jetzt ein bisschen auch Zunder in die Diskussion hineinzubringen, würde ich mal gern fragen, sind das nicht, also Sie sind ja beide von der Ausbildung her Philosophen und Sie haben auch beide politisch gearbeitet. Das haben wir jetzt bei Julian Nida-Rümelin nicht gesagt, aber der war auch lange im Parteivorstand einer linken Partei. Also sozusagen, Sie haben, arbeiten auch beide als philosophisch denkende Leute politisch. Ist es aber nicht so, dass die Anforderungen, die Sie gerade eben noch mal gestellt haben, sehr die des Philosophen sind? Es muss präziser sein. Es sitzt hier kein Mediziner. Also es spielt in dem Nida-Rümelinschen Buch die Medizin eine vergleichsweise geringe Rolle. Es ist ein Buch über Statistik und Risiko. Und es gibt den schönen Habermasischen Titel von der neuen Unübersichtlichkeit. Also ist nicht für die Akteure, wenn wir uns mal um ein Jahr zurückversetzen auf den März, es auch unendlich schwierig in einer komplexen Lage die Dinge richtig zusammenzusetzen. Ich
frage auch immer gern, ist hier genügend präzise gedacht, sind alle Argumente berücksichtigt? Aber im Geschäft selber, die Frage ist, bin Theologe, also machen wir jetzt am Sonntag einen Gottesdienst? Mit wie vielen? Wer kann mir denn das sagen? Und sozusagen die Bereitschaft dazu, eine Entscheidung zu treffen, auch auf der Basis von ungenügenden Informationen. Das fehlt ein bisschen in Ihrer Analyse, dass es das geben muss und geben darf, weil sonst Politik nicht funktioniert. Dann sind wir irgendwie im philosophischen Oberseminar, laden uns noch einen Statistiker ein und eine Medizinerin. Warum verachten Sie als politisch Denkende, ich bin jetzt mal sehr pointiert, warum verachten Sie sozusagen, dass man sich im politischen Geschäft mit der vorläufigen Entscheidung die Hände schmutzig machen muss? Soll ich da drauf versuchen? Also ich kann natürlich nur für mich sprechen. Wir haben uns beide angesprochen und uns beide im Grunde einen ähnlichen Vorwurf wohl gemacht. Und ich bin gespannt, wie das Frau Wagenknecht sieht. Also ich sehe es so, ich kann mich, glaube ich, ganz gut hineinversetzen. Ich war 5 Jahre sozusagen in politischen Ämtern berufen, nicht kandidiert, sondern Kulturreferent der Landeshauptstadt München und dann eben Kulturstaatsminister im ersten Kabinett Schröder. Und ich war lange Zeit, wie Sie völlig zu Recht gesagt haben, politisch engagiert, eigentlich seitdem ich erwachsen bin. Deswegen glaube ich, kann ich sagen, ich kenne beide Logiken, die wissenschaftliche und die politische. Aber ich kritisiere die, da wundern sich manche, auch in der Wissenschaft, kritisiere die, die sagen, die haben nichts miteinander zu tun. Im einen Fall geht es darum, Mehrheiten zu gewinnen, die Leute zu beeindrucken, Anhängerschaft zu mobilisieren. Und im anderen Fall geht es um das reine Argument. Also wenn es so wäre, bräuchten wir keine Anhörung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern im Parlament. Wir bräuchten keine Expertinnen und Experten in den Ministerien und so weiter. Also so kann es einfach nicht das richtige Bild sein. Das ist nicht Politik, jedenfalls nicht gute Politik. Was ist es dann? Müssen jetzt die Politiker so werden wie die Wissenschaftler mit Fußnoten und Statistiken und so weiter? Ja, eher nicht. Dazu haben sie auch zu wenig Zeit. Das wird nicht gut gehen. Also was es braucht, ist doch sowas wie öffentlicher Vernunftgebrauch, um mal so einen Ausdruck zu verwenden. Öffentlicher Vernunftgebrauch. Es sind wir, die Bürgerinnen und Bürger, die sich irgendwie verständigen müssen darüber, möglichst verständigen. Wenn es Dissense gibt, gibt es Dissense. Da gibt es Verfahren, die aufzulösen, nämlich durch Mehrheitsentscheidung. Aber soweit es geht, sich darüber klar zu werden, was sind die Kriterien, nach denen wir entscheiden? Was sind die Ziele, die wir erwarten, verfolgt werden, von den Exekutiven zum Beispiel und von den Legislativen des Bundes und der Länder? Also wenn Sie das, Sie haben uns angesprochen beide als mit dem philosophischen Hintergrund. Ich meine, die Figur, die das sehr schön repräsentiert, ist John Dewey. Er hat gesagt, naja, die Gemeinschaft der Wissenschaft hat was Gemeinsames, bei allen Unterschieden, mit der Gemeinschaft einer Bürgerschaft, einer politischen Gemeinschaft. Nämlich in beiden Fällen geht es darum herauszufinden, was ist akzeptabel, was ist nicht akzeptabel, was ist eine gute Praxis, was ist eine schlechte Praxis. Das sind nicht zwei völlig getrennte Welten. Und jetzt wäre ich jedenfalls der Letzte, der befürworten würde, dass die Politik sich als ausführendes Organ wissenschaftlicher Expertise definiert. Das war auch ein Streitpunkt. Ich habe das ja auch kritisiert. Am Anfang hat ein Teil der Politik in Talkshows so aufgetreten, wir gar keine Namen nennen, wir wollen jetzt nicht einzelne Personen kritisieren, sind aufgetreten und haben gesagt, was kritisieren Sie mich? Wir machen ja nur das, was uns die Virologen sagen. Und da habe ich gesagt, Vorsicht. Also erstens mal, die Verantwortung tragen nicht die Virologen. Klügere Virologen haben geantwortet, Vorsicht, können wir auch nicht machen. Wir können nur unsere virologische Expertise deutlich machen. Ja, und außerdem geht es hier wirklich nur um Virologie. Geht es nicht um das Ökonomische, das Soziale, die Bildungsimplikationen, die Risikoabschätzung insgesamt in der Gesellschaft. Und dann wurde die Academia stärker mit einbezogen. Leopoldina zum Beispiel wurde dann aufgefordert, da Stellung zu nehmen. Also die Kritik ist nicht, dass die Politik anders agiert als die Wissenschaft. Sondern die Kritik ist, dass wir wissen wollen, nach welchen Kriterien, mit welcher Begründung wird was gemacht. Und da würde ich Frau Wagenknecht völlig zustimmen. Am Anfang war Situation der Ungewissheit. Ich meine, es waren ein paar Wochen dazwischen. Da kann man auch fragen, warum ist da so wenig passiert? Kritik der WHO, Fehleinschätzungen, noch und noch. Taiwan zum Beispiel hat das sehr deutlich gemacht. Aber gut, da waren Wochen, niemand hat so drauf geachtet, hat gesagt, wird schon nicht so schlimm. Dann kam der Schock, Bergamo ist schon als Bilder und so weiter.
Die Politik war unfähig darauf, angemessen zu reagieren, auch deswegen, weil die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts von 2012 nicht umgesetzt worden waren. Da macht man erstmal Lockdown. Dann habe ich gesagt, gut, Lockdown. Ich war auch dafür, wie Sie auch. Im Frühjahr letzten Jahres muss sein, weil wir im Augenblick gar nicht wissen, wie das jetzt weitergehen kann. Aber dann muss man sagen, nach welchen Kriterien? Wann ist der Lockdown wieder beendet? Warum führen wir ihn ein und warum beenden wir ihn wieder? Und dann kam alles Mögliche, ich will das jetzt nicht zu detailliert machen, da kam am Anfang flattening the curve. Wenn man die Statistiken des RKI damals zugrunde legt, hätte das bedeutet, eine ewig lang gestreckte, Impfungen waren damals noch nicht das Thema, Pandemiebekämpfungsphase, erstens ewig lang, das kann man mit Spitzenbleistift ausrechnen, wie lang das gewesen wäre, und zum Zweiten hätte das 400.000 Todesfälle bedeutet in Deutschland. Dann wurde das wieder eingepackt und dann kam die Bundeskanzlerin und das RKI und sagte, nee, neues Kriterium ist, Verdoppelungszeiten müssen runter. Darf ich rauf. Darf ich Sie mal frech unterbrechen? Ja, gerne. Vermutlich habe ich meine Frage noch nicht präzise gestellt. Fordern Sie nicht eine politische Vernunft ein, die übersieht, dass Sie an vielen Stellen Entscheidungen treffen müssen, ohne dass eine exakte mathematische Kriteriologie vorliegt. Wir haben eine Kurve. Ich bin das Kraftfahrzeugamt oder wer da für die Straßen zuständig ist und muss mir überlegen, stelle ich ein 50er-Schild oder ein 30er-Schild vor die Kurve hin. Und ab irgendeinem Punkt versagt die Kriteriologie und ich sage, naja, stellen wir mal ein 30er-Schild hin. Also man könnte oben mit 50 durch die Kurve, aber es ist aus mancherlei, also sozusagen, das sagen wir ruhig, dezisionistische, dass sie in bestimmten Situationen, also ich finde immer, es ist, da würde ich mich ja selber nicht ausnehmen, es ist herrlich bequem, wenn wir uns jetzt als Wissenschaftler zurücklehnen und sagen, bitteschön, schön klare Kriterien, aber ist es nicht so, dass ab einem bestimmten Moment sie und dass das vielleicht auch das politische Geschäft vom wissenschaftlichen unterscheidet. Ich kann immer sagen, ich habe euch im März ein Buch versprochen. Tut mir leid, ihr kriegt es erst im August. Es ist noch nicht fertig. Aber das Schild muss hingestellt werden, denn das letzte wurde von irgendeinem Besoffenen umgesägt. Also nur ein Satz, ja, weil ich will nicht zu lange reden. Dann muss auch Frau Wagenknecht noch was sagen. Es geht nicht darum, dass jetzt auf der Basis präziser Statistiken dann genau im Einzelfall entschieden wird, sondern es geht um ein grobes Bild der Realität, Realität des Risikos. Ich bin Realist im philosophischen Sinn und auch im politischen Sinn. Man muss schon die Realität zur Kenntnis nehmen. Und wir haben ausschnittweise, hat Frau Wagenknecht genau geschildert, immer nur ausschnittweise Realitäten präsentiert bekommen. Da haben auch die Medien eine nicht immer glückliche Rolle gespielt. Und wir haben den öffentlichen Vernunftgebrauch im gewissen Sinne unter Wert verkauft. Die Leute sind nicht dumm. Sie müssen sich ja auch eine Meinung bilden über die richtige Form von Wirtschaftspolitik und Sozialpolitik und Außenpolitik. Das heißt, man muss dann auch über die Kriterien sprechen. Warum machen wir dies, aus welchen Gründen? Und dann streiten wir und dann gibt es ein dezisionistisches Element. Am Ende wird entschieden. Mhm. Wunderbar. Aber das ist in dieser Pandemiekrise, müssen wir unbedingt von lernen. Ich meine, das ist nicht die letzte Krise. So können wir nicht durch die nächste Krise stolpern. Das geht auf keinen Fall. Da ich 3 Gesprächsgänge plane, muss ich wahrscheinlich auch weniger Zwischenfragen stellen, Frau Wagenknecht. Ja, ich will gar nicht das wiederholen, dem ich allen zustimme. Also Politik muss entscheiden. Es gibt Situationen, das war im Frühjahr so, wo die Politik unter absoluter Unsicherheit entscheidet. Neues Virus, wir wissen gar nichts und dann kommen Bilder aus Bergamo und alle sind überwältigt. So. Da will ich überhaupt nicht jetzt sagen, das hätte ich aber alles damals schon besser gewusst. Nein, das wusste damals niemand besser. Aber ich denke, die Politik hat die verdammte Pflicht, sich darum selber zu kümmern, dass sie es besser wissen kann, wenn dann sozusagen die Zeit, also im Zeitverlauf, Daten zu erheben, um eine bessere Entscheidungsgrundlage zu haben. Also ganz konkret, wir hatten den ersten Lockdown, dann haben doch viele Bereiche wieder geöffnet. Restaurants, Einzelhandel, viele andere Dinge. Bei Restaurants war es zum Beispiel so, die waren ja innen und draußen offen letztes Jahr. Also hat auch keiner diskutiert, ob wir jetzt nur draußen und drinnen, nein, die wurden einfach wieder geöffnet. Aber jeder musste ja doch hinterlassen, wenn er da war, seine Visitenkarte quasi. So, also muss es Daten geben über den ganzen letzten Sommer bis zum November. Da wurde ja alles wieder dicht gemacht. Muss es doch ganz viele Daten gegeben haben, hat es Infektionen in Restaurants gegeben oder nicht?
Und ich finde, Politik hat die verdammte Aufgabe, dann das Robert-Koch-Institut anzuweisen oder wer immer dafür zuständig ist, solche Daten auszuwerten. Also zunächst mal, dass die Gesundheitsämter, die haben sie ja, die dort abzufragen, die auszuwerten und eine Studie vorzulegen, aus der sich ergibt, bei Restaurants wäre es sehr einfach gewesen, ist das ein Risiko? Haben sich viele Menschen in Restaurants infiziert? Oder ist das überhaupt kein Risiko? Und ich meine, wir reden ja im letzten Jahr über eine andere Situation als jetzt. Jetzt wird ja schon nur darüber geredet, also nur für Getestete oder Geimpfte. Im letzten Jahr war keiner getestet, keiner geimpft, weil es gab ja keine Schnelltests. Und im Sommer waren die voll, die Restaurants. Also wir wüssten doch jetzt, nein, man hat das überhaupt nicht erhoben. Man hat sich nicht darum gekümmert, aber als dann die Zahlen wieder stiegen, als erstes, ja, das machen wir alles wieder dicht. Oder was immer wieder auch gefordert wurde von Wissenschaftlern, nur dafür müssen ja Mittel bereitgestellt werden, repräsentative Studien, also eine bestimmte Zahl, sagen wir 20.000, 30.000 Leute, die man auswählt und die freiwillig dann sagen, okay, ich war heute einkaufen, habe das gemacht und wo man genau sieht, aha, so und so viele Infektionen gibt es, wahrscheinlich hat er sich das dort oder dort zugezogen. Und alles das wurde nicht gemacht. Also wenn es überhaupt Studien gibt, gibt es die von außerhalb Deutschlands. Also in Deutschland wurde kaum, also die einzige, finde ich, seriöse Studie, die war ganz am Anfang, das war die Heinsberg-Studie, wo Herr Streeck zumindest mal sich angeguckt hat, ja, wie viele Leute waren das eigentlich, die da betroffen waren? Auch das ist nie wieder weitergeführt worden. Und das werfe ich nicht den Wissenschaftlern vor, weil solche Studien können nur gemacht werden, wenn es dafür Mittel gibt. Und ich finde, dass sich die Regierung da einen Schlankenfuß gemacht hat und sich dieses Wissen, was sie hätte haben müssen, um dann in der Folge besser entscheiden zu können als im Frühjahr, sich um dieses Wissen nicht gekümmert hat. Und ich finde auch, letzter Punkt, ja, also die Kriterien. Ich meine, uns wurde ein Jahr lang erzählt, man kann die Risikogruppen nicht schützen und deswegen müssen wir alle anderen sozusagen aus Rücksicht vor den Risikogruppen, müssen wir eben auch unser gesellschaftliches Leben weitgehend auf Eis legen. Jetzt sind die Risikogruppen weitgehend geschützt. Also wenn man jetzt die Impfpriorisierung aufhebt, verstehe ich das so, dass man davon ausgeht, was nicht ganz stimmt, aber dass doch ein Großteil zumindest das stimmt, der quasi gefährdeten Gruppen geimpft sind. Ja, wenn die Risikogruppen geschützt sind, gibt es ja noch weniger Rechtfertigung eigentlich für die Maßnahmen, weil die ja immer nur dafür da waren, die Risikogruppen zu schützen, die man sonst nicht hätte schützen können. Was auch nicht stimmt, weil die Pflegeheime hätte man besser schützen können, auch vorher schon. Also und trotzdem diskutieren wir jetzt darüber, was überhaupt wieder geht. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir immer ängstlicher werden. Also je länger diese Pandemie läuft, desto schärfer werden irgendwie die Auflagen. Und auch das kann ich nicht nachvollziehen, ohne jetzt fahrlässig sein zu wollen. Und deswegen sage ich, der Vorwurf an die Politik ist, sie hat sich gar nicht darum gekümmert, irgendwie eine bessere Entscheidungsgrundlage zu kriegen, auch wenn die eigene Entscheidung ihnen nicht abgenommen hätte. Das ist klar. Wäre spannend, da jetzt weiter drüber zu reden, aber wir haben zwei Bücher mit vielen weiteren Themen. Und insofern machen wir da ein Cut, wie man so schön sagt, wenn von Filmen die Rede ist, und gehen lassen offen, wie man darüber jetzt weiter reden müsste, und gehen auf einen Punkt, der jetzt sozusagen zwischen Ihren beiden Büchern liegt, der auch schon angesprochen wurde und der Sie in der Beurteilung verbindet, aber Sie analysieren die Lage sehr unterschiedlich. Sie schreiben beide über polarisierte Diskussionen in der Öffentlichkeit. Sie beschreiben öffentliche Diskussionen. Und das Auffällige ist, Frau Wanknecht, Sie analysieren es historisch, mit der, das hat Julian Niederrümelin am Anfang gesagt, mit einer Geschichte der Veränderung der Arbeiterparteien und so weiter und so fort. Sie werten aber auch stark moralisch. Also Selbstgerechtigkeit ist größer, also die Selbstgerechten ist deutlich mit größeren Lettern gedruckt als Gemeinsinn und Zusammenhalt. Wenn Sie noch mal ein bisschen beschreiben, warum war diese moralische Wertung notwendig? Und sind Sie der Auffassung, dass mit dem Konstatieren der moralischen Wertung eine Selbsterkenntnis auftritt und die Leute merken, Julian Niederrümelin hat das ja beschrieben, die möchten anderen eine Stimme geben. Jetzt sagen sie, das sind aber selbstgerechte Figuren. Und ist sozusagen ihre Erwartung zur Beruhigung des öffentlichen Diskurses, dass die dann sagen, oh ja, wir waren ja in Wahrheit selbstgerecht. Oder erkennen sie an,
ja, wie soll man das so schön sagen, dass es moralische Dilemmata gibt, in denen bei besten Absichten es Menschen gibt, die trotz bester Absichten, also sozusagen wie der Akademiker, wie ich vermutlich gerade auch, der eigentlich eine schlichte Frage stellen will, in kleine Vorträge abgleitet. Also das Unvermeidbare. Das würde mich noch mal interessieren, Ihre sehr unterschiedliche Analyse der Gründe der Polarisierung. Bei Julian Niederrömelin doch, glaube ich, es wird nicht genügend nachgedacht. Und bei Ihnen, es hakt moralisch. Die Lifestyle-Linken, da müssen wir mal kurz drüber reden. Jeder würde sich wundern, wenn wir eine Diskussion über dieses Buch führen und dann nicht drüber reden. Ja, es geht ja nicht darum, dass ich jetzt jemanden vorwerfe, dass er einen bestimmten Lebensstil hat. Das ist ja auch teilweise missverstanden oder vielleicht auch bewusst anders dargestellt worden. Sondern das, was den Lifestyle-Linken ausmacht, ist ja, dass er seinen Lebensstil, den er nur deshalb auch haben kann, weil er doch ein relativ privilegierter Zeitgenosse ist, der sich viele Dinge leisten kann, die sich andere Menschen nicht leisten können, dass er diesen Lebensstil überhöht zu einer persönlichen Tugend und dass er auf Menschen herabsieht, die anders leben, die eben nicht im Bioladen einkaufen, vielleicht weil sie es sich nicht leisten können, die eben nicht den schmucken Tesla fahren, auch aus ähnlichen Gründen, weil das muss man ja erstmal bezahlen können, die nicht in der Innenstadt wohnen, also mit dem Fahrrad dann ihre Wege machen. Und ich meine, dieses Milieu, das ist ja, ich meine, nicht jeder, der in einer Großstadt wohnt, akademisch gebildet ist und sich als links fühlt, ist ein Lifestyle-Linker. Es gibt ja auch viele, also wir haben ja ganz viele geschrieben nach dem Buch, dass sie genau das eben aber in ihrem Bekanntenkreis eben auch wahrnehmen. Diese Überheblichkeit, dieses Selbstgerechte, dieses auch, das hat ja eben gerade nichts mit links zu tun, herabsehen auf Menschen, denen es schlechter geht, die sich dann auch weniger gewählt ausdrücken, weil sie oft dann auch nicht die Bildungschancen hatten. Und das ist ja eigentlich eine völlige Verkehrung dessen, was links mal war. Links sollte sich ja für diese Menschen einsetzen. Und das ist das, was ich diesem Milieu vorwerfe. Dass sie eigentlich, dass ihr Linkssein nur noch eine Attitüde ist. Also womit man sich, man ist eben natürlich heutzutage, fühlt man sich ja besser, wenn man links ist. Also weil das ist ja dann doch, also wer will denn irgendwie, also rechts will ja sowieso gar keiner sein, aber das ist ja dann sowas, ich bin edel, ich rette die Welt, ich bin links, aber in Wirklichkeit machen sie ja gar nichts. Also ich fand zum Beispiel interessant, das war jetzt gerade eine aktuelle Umfrage, Milieu, also bei den Wählern der Grünen. Ob sie höhere Preise akzeptieren. Also bei allen Wählern verschiedener Parteien, aber nur die Grünen haben gesagt, ja, für einen guten Zweck würden sie also auch höhere Verbraucherpreise akzeptieren. Und dann wurde in der Umfrage der gute Zweck nachgefragt, also was wäre für sie ein guter Zweck? Und natürlich, nicht überraschend, ja, der Klimaschutz wäre ein guter Zweck, also dann höhere Preise. Bessere Löhne wäre kein guter Zweck. Also dafür würden die wenigsten höhere Preise akzeptieren. Das heißt, es ist auch ein, sag mal, schon ein Bewusstsein auch der eigenen Interessenlage. Also der Niedriglohnsektor zum Beispiel ist natürlich für jemanden, der einen gut bezahlten akademischen Beruf hat, in einer Großstadt wohnt, durchaus, ohne dass man das selber vielleicht zugibt, aber der steigert die Lebensqualität, weil alles viel billiger wird. Alle die Dienstleistungen, die man so gerne in Anspruch nimmt, die Haushaltshilfe, das Sushi-Restaurant, alles das wird billiger. So, und das ist eben ein Widerspruch. Und das ist das, was für mich, wo es aufhört, dass man das als Linker irgendwie akzeptieren oder für linke Politik halten kann. Das Spannende wäre, auch das ist jetzt im Grunde wieder ein Thema für eine lange Diskussion. In Ihrem Buch kommt lustigerweise DDR gar nicht vor. Und man könnte natürlich fragen, ist das, was Sie jetzt beobachten, nicht eine Variante eines Phänomens von linker Existenz, das es auch vorher schon gab? Aber damit wären wir wieder in einer ganz anderen Diskussion. Es muss in dieser Diskussionsrunde mindestens Julian Niederrömelin, war ja auch Professor für politische Theorie. Wie ist das mit der moralischen Wertung in der Beschreibung von Phänomenen der politischen Kommunikation? Die Öffentlichkeit ist polarisiert, die Debatten sind polarisiert, alles auf Twitter wird immer kürzer, die Beschimpfungen werden immer härter. Ist das ein, auch aus Ihrer Sicht ein Instrument, was man nicht vermeiden kann in der Analyse?
Ja, also ich glaube, es lohnt sich da begrifflich präzise zu sein, weil da durcheinander. Ich fand bei der Lektüre des Buches von Frau Wagenknecht gerade, das ist einer der großen Stärken, dass sie zwar Begriffe verwendet, die so üblich sind, aber gleich dazu sagt, naja, eigentlich geht das so nicht. Und vielleicht darf ich an der Stelle noch mal einhaken, was da nicht geht. Also wenn man unter Moralismus den Vorwurf versteht, ihr argumentiert moralisch, dann würde ich sagen, Moment, dann ist Moralismus kein Vorwurf. Natürlich argumentieren wir moralisch. Vielleicht die Marxistin in Ihnen oder noch Marxistin von Ihnen würde vielleicht dann sagen, nein, letztlich geht es um sozioökonomische Analysen. Aber jedenfalls ich, für mich, nehme in Anspruch, dass die Politik normativ verfasst ist. Ja, normativ verfasst. Also argumentiert man moralisch irgendwie. Und ich freue mich natürlich darüber, über jeden und jede, die unabhängig von ihrer sozioökonomischen Interessenlage sich Gedanken macht über die Situation anderer. Ja, insofern ist es ja wunderbar, wenn zum Beispiel gehobene Mittelschichten auf einmal sich Gedanken machen darüber, dass Leute diskriminiert werden, weil sie aus der Unterschicht kulturell herkommen. Das kann meines Erachtens nicht die Kritik sein. Das ist auch nicht Ihre Kritik. Sondern die Kritik ist eine andere. Nämlich, dass man mit moralischen Argumenten ausgrenzt, abgrenzt, Menschen ausschließt aus den Diskursen, du gehörst da nicht hin, weil du das zum Beispiel die falsche Sprache sprichst, vielleicht nicht genderkorrekt sprichst und so weiter. Und damit diejenigen, die man vielleicht besonders im Auge hat, verstummen lässt. Also ich, da, Sie haben mich angesprochen, weil ich ja in der Tat jetzt als hier mit Abstand der Älteste eine lange Biografie habe, deswegen darf ich das vielleicht sagen. Ich hatte so ein Déjà-vu-Erlebnis, nicht nur bei der Lektüre des Buches, sondern auch bei vielen Diskursen, die gegenwärtig stattfinden. Ich würde es so formulieren, als 19-Jähriger habe ich mir gedacht, ich war Schulsprecher, war irgendwie engagiert, aber Wissenschaft war mindestens so wichtig. Da habe ich mir gesagt, was machst du denn jetzt? Willst du unter Studierenden dich über irgendwelche Sachen streiten? Nee, das nicht, wenn schon richtig. Und dann bin ich als 19-Jähriger in die SPD eingetreten. Und mit mir eine ganze Generation, das war 1974, Anfang der 70er Jahre, von kritischen Bürgerkindern. Mhm. Im sozioökonomischen Sinn gehöre ich gar nicht aus dieser Schicht, aber jedenfalls im Bildungssinne und so weiter. Selbstverständlich. Künstler war mein Vater und so. Sehr bescheiden materiell, aber klar, Bürgerkinder. Waren Bürgerkinder, durchgängig. Die ganze 68er-Bewegung war in Deutschland jedenfalls eine bürgerliche Bewegung, auch ein Aufstand gegen die eigenen Eltern, die noch mit der NS-Zeit verbunden waren. Deswegen war das hier besonders hart. Und dann beobachtete ich das Geschehen, beteiligte mich daran auch und stellte ganz verbittert fast fest, dass diejenigen, denen es eigentlich um gute Ziele ging, ja, also unter anderem auch um die Arbeiterklasse, ja, Formulierung, die ich nicht so verwendet habe, dass die gar nicht merkten, dass sie eine Art Klassenpolitik von oben praktizierten, indem sie nämlich die, die aus den Gewerkschaften kamen, die die traditionellen Wählerschaften der SPD repräsentierten, aus den ganzen Gremien rausdrängten, zum Beispiel mit dem einfachen Trick, dass man eben sehr spät nach 23 Uhr die Beschlüsse fasste und dann mussten die nach Hause, weil sie um 6 Uhr wieder aufstehen müssen. Das heißt also, dieselben, die sich eigentlich einsetzen für die Schlechtergestellten, drängen die Schlechtergestellten vom Diskurs her und auch in der Praxis her raus. Ja? Das war und dasselbe findet jetzt gewissermaßen Widerstand. Das heißt, wenn du nicht bestimmte Codes verwendest, dann gehörst du nicht dazu. Menschen, die überhaupt nicht verstehen, was es heißen soll, dass sie Rassist sind, nur deswegen, weil sie profitieren von rassistischen oder kolonialistischen Praktiken, sagen, was, ich Rassist, warum denn das? Ja, du verstehst das eben nicht. So. Und das ist schon ein sehr ernsthafter Punkt, weil er die, wie soll ich mal sagen, die Entwicklung der Gesellschaft als Ganze behindert, wenn, und in den Wahlergebnissen schlägt sich das so nieder, dass dann am Ende ein Teil derjenigen, um die es eigentlich geht, am Ende AfD wählen oder dem Trump nachlaufen. Also auch das ist wieder ein Gesprächsgang, den könnten wir jetzt länger fortsetzen. Also auch nochmal die Frage stellen, woher kommt eigentlich dieses Phänomen, dass man die Beschlüsse nach 23 Uhr fasst, über die, für die man sich eigentlich einsetzen will, auch diesen zweiten Gesprächsgang lassen wir sozusagen mit der Ankündigung, da müsste man viel länger drüber reden und kommen zu einem dritten und letzten, der mit Julia Niederrümelins Vorstellung ihres Buches zusammenhängt. Es,
Julian Nieder-Rümelin sagte, es ist viel von die Selbstgerechten die Rede und das Gegenprogramm wird weniger in den Blick genommen. Da könnte man natürlich sagen, das liegt schon daran, wie der Titel konstruiert war. Dann werden Sie vermutlich sagen, das war der Campus Verlag und nicht ich selber. Aber es ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, ist es nicht in dem Buch so, dass die Konkretheit, die Sie beide gerade eingefordert haben für die Argumente, für die rationalen Kriterien in der Corona-Politik, ist die beim Gemeinsinn und dem Weg hin zu mehr Gemeinsinn schon da? Also Julian Nieder-Rümelin hat ja ein bisschen nach den theoretischen Hintergründen gefragt. Ich frage noch mal rein praktisch, ist, wenn der Titel vom Verlag stammen sollte, oder sagen wir mal die Typengröße des Titels vom Verlag stammen sollte, ist das nicht doch ein Hinweis darauf, dass Sie mindestens noch ein Buch schreiben müssen und nachlegen müssen, wie das mit mehr Gemeinsinn und Zusammenhalt unter Bedingungen einer auseinanderdriftenden Gesellschaft überhaupt funktionieren soll? Also sollen die Eliten die Verantwortung übernehmen? Also sehr, sehr konkret gefragt, soll ich mehr Steuern zahlen? Aber das ist ja im zweiten Teil. Also eigentlich, sag mal, der Titel ist von mir. Die Typengröße ist vom Verlag. Aber es ist auch klar, der erste Teil ist natürlich der provokativere. Der zweite Teil ist ja quasi sind einfach ganz konkrete Vorschläge. Aber die sind ja doch auch ziemlich ausargumentiert, ein moderner Sozialstaat, eine Erneuerung der Demokratie, eine Erneuerung auch der Europäischen Union, also eben weg von diesem Weg immer stärkere Integration zu einer wirklich besseren Zusammenarbeit. Also das sind ja alles Vorschläge, bis hin dann eben auch eine andere Migrationspolitik. Also das sind ja alles Themen, die schon ganz schwierig werden, wo dann einige schon nur noch mit moralisierenden, aber wirklich dann eben nicht rationalen Argumenten reagieren. Also das ist ja alles genauso ausgeführt wie der erste Teil, wo tatsächlich die Auseinandersetzung, auch die Polemik dominiert. Und der erste Teil ist auch meines Erachtens nötig, weil natürlich, es gibt ja Gründe dafür, dass linke Parteien so schwach sind. Und ich sage mal, ich rede ja gar nicht nur von meiner. Also wenn ich mir angucke, in welchem Zustand sich die CDU befindet und sehe, dass die Linke und die SPD zusammen keine 25% mehr erreichen, dann ist ja irgendwas schiefgelaufen. Und deswegen ist jetzt sozusagen nur ein Programm zu schreiben für Gemeinsinn, es braucht ja Akteure, die das umsetzen. Und dafür müsste sich in diesen linken Parteien etwas ändern. Deswegen habe ich eben den ersten Teil auch für unbedingt notwendig gehalten, weil ich ja auch immer, ich meine, als Politiker, das kennen Sie ja, man bekommt ja auch ständig Rückmeldungen. Also sowohl früher, als noch Veranstaltungen gingen, als auch jetzt. Also die Leute sind ja inzwischen so eifrig beim Schreiben. Also wir schaffen es ja kaum noch, die Mails zu beantworten, die wir bekommen oder die ich bekomme. Aber da ist ja sozusagen ein durchgehender Tenor. Es gibt in der Bevölkerung einen relevanten Teil und das sind vor allem die, die nicht auf der Sonnenseite stehen, die sich politisch nicht mehr repräsentiert fühlen. Und das ist nicht nur eine Frage der falschen Programme, sondern das ist auch eine Frage der Kultur, also des Umgangs mit den Menschen. Also man kann zum Beispiel ganz viele, also jetzt zum Beispiel meine Partei hat ja viele auch sinnvolle soziale Punkte, auch die SPD in ihrem Wahlprogramm, da steht ja vieles drin, wo man sagen muss, ja eigentlich müssten doch jetzt alle, die zum Beispiel von höheren Mindestlohn profitieren würden, müssen doch alle diese Parteien wählen. Also wir sagen 13, SPD sagt 12, beides wäre ja eine deutliche Verbesserung. So, warum machen die das nicht? Weil sie es nicht glauben, aus verschiedenen Gründen, aber auch, weil es da eben dieses Gefühl gibt, die sind eigentlich nicht für uns da, sondern die verachten uns. Die achten unsere Kultur nicht, unsere Lebensweise nicht, unsere Werte nicht. Und wenn sich jemand von einer Partei von oben herab behandelt fühlt, kann die in ihrem Programm alles schreiben, wird diese Partei nicht unterstützen. Und deswegen finde ich eben es wichtig, sowohl in dem Zugang, sich auch dessen bewusst zu werden, was falsch läuft und falsch gelaufen ist, als auch ein Programm aufzustellen, das natürlich tatsächlich auch bestimmte
ich sage mal, auch heilige Kühe, die bisher immer für links galten, hinterfragt. Also, dass man zum Beispiel für eine immer fortschreitende Integration in Europa ist. Das war immer so ein Link, das war selbstverständlich. Oder, dass man für offene Grenzen möglichst viel Zuwanderung galt lange Zeit als selbstverständliche linke Position. Und darüber die Debatte zu führen, ist das eigentlich links? Was ist denn die Konsequenz? Was bedeutet das für die Demokratie, für die Möglichkeiten von Menschen auch an ihrem Arbeitsplatz einen ordentlichen Lohn zu bekommen? Also ich finde, auch da wünsche ich mir mehr Rationalität in der Debatte. Und deswegen diese zwei Teile, aber ich finde es ein bisschen schade, dass man den zweiten Teil, auch das Leistungseigentum zum Beispiel, neues Eigentumsrecht, dass das bisher in der öffentlichen Debatte so wenig eine Rolle spielt, weil das liegt mir natürlich auch am Herzen. Da müssten wir dann die nächste Debatte drüber machen. Aber Julian Niederrümelin soll zu unserer dritten Frage nach dem Gemeinsinn und dem Weg hin zu mehr Gemeinsinn auch gern noch was sagen. Zwei Bemerkungen. Das eine, Herr Markschies, Sie werden sich erinnern, wir hatten in diesem Raum, glaube ich, sogar in diesem Raum, eine Debatte über Bildungspolitik mal vor Jahren. Und ich glaube, wir waren sogar beide auf dem Podium, wenn ich mich so recht entsinne. Und ich habe damals zu einem Zeitpunkt, zu dem das noch gar nicht ging, gesagt, Vorsicht, wir haben da 2006 diesen Bildungsgipfel gehabt und da hat die Bundeskanzlerin gesagt, das ist das eigentliche Ziel. Wir müssen also jetzt die angelsächsischen Werte, was Akademisierung angeht, auch anstreben. Und sie sagt, bitte überlegt doch noch mal gründlich, dort gibt es kein System der beruflichen Bildung. Dort gibt es nicht diese Praxis, dass viele von der Schule über eine Ausbildung in den Beruf finden und nicht über ein Studium. Es gibt dort nur die Alternative Studium oder eben nichts. Und wir sollten das nicht nachahmen. Aber der eigentliche Konfliktpunkt war diese Botschaft, Zentrum für Hochschulentwicklung, naja, wir brauchen vielleicht die berufliche Bildung noch, um die, die den normalen Weg über Abitur und Studium nicht schaffen, ich zitiere den Geschäftsführer des Zentrums für Hochschulentwicklung, aufzufangen. Dann habe ich gesagt, wenn das die Botschaft ist, dann rede ich von Akademisierungswahn. Alle müssen sozusagen die akademischen Weihen erreichen, sonst sind sie Versager. Und nun in das in einer Gesellschaft, in der wir damals, das hat sich jetzt ein paar Prozentpunkte verändert, 15% nur einen akademischen Abschluss hatten. Jetzt sind wir bei 18, 19 oder sowas, ja, aber auch noch nicht gigantisch hoch. Also ein Fünftel. Das heißt, man sagt 4/5 der Bevölkerung, ihr habt es einfach nicht geschafft. Ja, die nächste Generation, die muss es aber auch jetzt schaffen. So. Unterdessen sind viele klüger geworden. Man schaue mal in die Koalitionsvereinbarungen, auch der aktuellen Bundesregierung, alles wunderbar. Aber das ist Teil dieser Abwertungsrhetorik. Wer Schreiner gelernt hat oder eine Goldschmiedemeisterin, die ist nicht schlechter und ungebildeter, sondern anders gebildet. Und die verdient denselben Respekt. Und die zweite Bemerkung, vielleicht nolens volens, dann die letzte. Also worüber man, glaube ich, nochmal diskutieren muss, Sie verwenden Republik, Republikanismus sehr stark. Und das ist mir auch sympathisch, Republik im Sinne von Republikanismus. Wir verlassen unseren bloßen Interessenstandpunkt und sind wahre Citoyens im Sinne von Rousseau. Ja. Wir beteiligen uns an den Nachdenken und entscheiden darüber, was für uns gemeinsam gut ist. Das ist ein wunderbares Muster und das überwindet dann auch die Zugehörigkeiten der jeweiligen Gemeinschaften. Deswegen ist das, was Frau Wagenknecht als Linksliberalismus kritisiert, eigentlich eine Variante des Kommunitarismus. Kommunitaristen sagen, die Gemeinschaft bildet die moralische Identität einer Person und deswegen ohne Gemeinschaft bist du nichts. Deswegen ist diese Gemeinschaftszugehörigkeit zentral für deinen Wert und so weiter. Und die Gemeinschaften untereinander müssen einen Modus finden, dass sie mit Anerkennung miteinander umgehen. Dem würde ich jetzt nicht einen anderen Kommunitarismus entgegensetzen, ob der nun stärker klassenorientiert ist oder wie auch immer, sondern Republikanismus in dem Sinne, alle Bürgerinnen und Bürger auf der Basis von Freiheit und Gleichheit oder gleicher Freiheit, gleicher Autonomie, gleicher Autorschaft, gleichem Respekt, überwölbend, was uns jeweils trennt. Herkunft, Hautfarbe, Religion, Region, was auch immer. Fühlen uns als Teil dieser politisch konstituierten Bürgerschaft und versuchen herauszufinden, was ist gerecht, was ist eine Politik des Respekts vor jedem einzelnen Individuum.
Also da, glaube ich, muss man noch... Ja, aber das ist doch dann eine neue, also das ist ja dann ein neuer Kommunitarismus innerhalb eines Gemeinwesens. Und das, was ich der Identitätspolitik vorwerfe, ist ja, dass sie spaltet, weil sie die Unterschiede, und zwar auch noch teilweise wirklich biologistische Unterschiede, als ganz entscheidende Identitätsfragen in den Mittelpunkt stellt, also zum Beispiel die Abstammung. Ja, ja. Also wir hatten ja in Berlin zum Beispiel Diskussionen, das ist ja jetzt zum Glück weg, dass, also vom Tisch, aber kann ja jederzeit wiederkommen, dass im öffentlichen Dienst eine Quote für Menschen mit Migrationshintergrund eingeführt werden sollte. Also ich muss sagen, da läuft es mir kalt über den Rücken, weil da muss man seine Abstammung quasi nachweisen, wenn man sich bewirbt im öffentlichen Dienst. Also was ist das? Also wo kommt das her? Das ist doch nicht links. Oder eben, Sie haben es ja vorhin zu Recht auch angeführt, auch bei sexuellen Orientierungen. Es muss doch darum gehen, dass das eine so normal ist wie das andere, aber nicht, dass das, was man vorher als unnormal diffamiert hat, jetzt sozusagen das Privileg wird und dann sich das Normale, das bisher Normale entschuldigen muss. Ich habe die unangenehme Pflicht, Sie genau an dieser Stelle zu unterbrechen. Ich tue es aber vielleicht auch mit dem beruhigenden Gefühl, dass wir eine feine Ringkomposition erreicht haben. Auch in dem Sinne, dass ich noch eine vierte Antwort formulieren kann, warum wir, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zwei Bücher vorgestellt haben. Julian Nieder-Rümelin hat über den Schreiner und seine Achtung, die Schreinerin, gesprochen. Die Leibnizische Akademie hatte die Theorie immer mit der Praxis und lebte von der Seidenraupenzucht, die sie auch relativ oder versuchte jedenfalls davon zu leben. Also sozusagen, das ist in der DNA dieser Akademie und es ist gut, dass das hier genannt wurde und schon deswegen war es gut, dass wir diese beiden Bücher vorgestellt haben. Wenn wir die Diskussion noch fortsetzen würden, würde ich natürlich die vorsichtige Frage stellen, ob die Internationalität und der Kosmopolitismus, der in dem Buch von Frau Wagenknecht nicht gerade freundlich angesehen wird, ob man den nicht im Geiste haben kann und in gleichzeitig politischen Ordnungsstrukturen leben kann, in dem die Weite des Geistes nicht unbedingt auch gleichzeitig die Ratio ist, nach der alle politischen Fragen der Migration und so weiter organisiert werden. Aber das ist, glaube ich, Thema einer ganz neuen Diskussion. Ich hoffe, meine sehr verehrten Damen und Herren, es hat Ihnen Spaß gemacht, in dieser Akademie zu Gast zu sein, zu sehr interessanten Themen etwas zu hören, zu drei Gesprächsgängen, die wir unbedingt hätten fortsetzen müssen, wenn wir ernst genommen hätten, dass man möglichst präzise und klar argumentiert. Aber das Erfreuliche ist ja, wir sind zwar hier zu dritt allein, aber die Diskussionen werden an anderer Stelle fortgesetzt, in diesem Saal, in dieser Akademie, in vielen anderen Zusammenhängen. Schauen Sie wieder vorbei in dieser Akademie und diskutieren Sie mit uns. Es war uns ein Vergnügen, dass Sie zu Gast waren. Gern hätten wir Sie jetzt noch eingeladen, um mit uns bei einem Glas Wein oder bei einem Glas Wasser ins Gespräch zu kommen. Das ist jetzt nicht der Fall, aber Sie werden sich bemerkbar machen und uns mitteilen, was Ihnen gefallen und nicht gefallen hat. Einen wunderschönen Abend, aber bevor ich schließe, ganz, ganz herzlichen Dank Ihnen beiden. Ich habe mit großem Vergnügen zugehört und Sie moderiert und den geistigen Tauschplatz angeboten. Danke.